So, da sind wir auch schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich füge Gegnern von unten Schaden zu. Dieselbe Aufgabe hatten wir schon so ähnlich, da sollten wir aber Schaden von oben machen, jetzt von unten. Wie ihr seht, ich habe das Ganze schon fast fertig. Das liegt einfach daran, Eliminierung mit Schrotflinten habe ich ein bisschen Schaden schon gemacht von unten und bei den anderen Missionen auch, deshalb ist die Aufgabe fast schon fertig, deshalb habe ich bei den Schrotflintenaufgaben auch vorsichtshalber abgebrochen, nicht dass ich da nochmal den Schaden schon mache und ich kann euch dann wieder nicht live zeigen, wie ich dann quasi die Mission zu Ende mache. Aber vorweg, solltest du neu auf dem Kanal sein, habe ich vielleicht positive Nachrichten für dich. Nämlich auf meinem Kanal findest du immer jede Woche alle Aufgaben, täglich jeden Shop, also täglich den Shop. Dann haben wir Custom Games mit Preisgeldern, also wenn du meinst, du bist gut genug, kannst du dich gerne bei mir beweisen. Ich kann dir mal ganz kurz die Liste zeigen und wie das Ganze jetzt aussieht. Wir sind jetzt seit anderthalb Wochen dran und der erste hat zum Beispiel 14 Siege, der zweite 8, der dritte 4 und so weiter. Also wenn du gerne in der Liste auch stehen willst, sei einfach live dabei. So, das sind die Custom Games mit Preisgeld, wie gesagt, immer ein gewisser Zeitpunkt und halt ein gewisses Preisgeld. Aber da steht dann immer alles genau im Titel drin. Des Weiteren machen wir Skin-Verlosungen. Die Skin-Verlosungen machen wir wie folgt. Nicht warten, bis wir 2000 V-Bucks haben oder so, sondern durchschritte die Welt, sammle ich halt immer fleißig V-Bucks für meine Community. Und sobald wir 800 V-Bucks zusammen haben, werde ich immer im Shop-Video täglich dann sagen, heute ist Skin-Verlosung, wollt ihr den Skin haben, ja oder nein? Dann schreiben die Leute in die Kommentare, ja oder nein. Und dann entscheiden wir halt nochmal selbst im Stream auch nochmal, ob wir halt den Skin dann verlosen oder nicht. Kurzfassung ist, was musst du dafür tun? Eigentlich nicht viel. Du musst nur abonnieren. Die Crack David, erstmal danke für dein Abo. Er hat es schon mal getan. Wäre nett, wenn du es auch machen würdest. Also wie gesagt, abonnieren, Glocke aktivieren. Aber die Glocke aktivieren, nicht um immer alles zu sehen, sondern einfach zu sehen, halt wann kommt mein Shop-Video, damit du es nicht vergisst. Dann siehst du auch, ob ich heute einen Skin verlose oder nicht. Dann siehst du natürlich, wann ich live komme. Das Ganze mache ich dann immer auf Instagram, also wenn du mir da folgen willst, auch unter yt-familyhack. Und sonst musst du eigentlich nur noch eine Sache beachten, nämlich mir bitte, 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 bitte eine Freundschaftsanfrage schicken. Warum du das bitte machen musst, kann ich dir direkt sagen. Einmal yt-familyhack. So. Klar, an mich selber kann ich keine verschicken, aber warum sollst du mir eine Freundschaftsanfrage schicken? Ganz einfach. Stellen wir uns einfach vor, wir haben jetzt 800 V-Bucks, das hier wäre der Skin und kein Emote. Dann müsste ich ja hier auf Geschenk gehen und du siehst schon, meinem Sohn zum Beispiel könnte ich jetzt was schenken, dem könnte ich auch was schenken, dem auch, aber dem Adrian 5408 leider nicht. Warum? Weil wir keine zwei Tage miteinander befreundet sind. Deshalb die Freundesanfrage früh genug rausschicken. Bei der letzten Skin-Verlosung hatten wir zwei Leute, die neu dabei waren und ich habe gesagt, ich möchte halt wirklich die unterstützen bzw. belohnen, die bei mir schon länger dabei sind. Und logischerweise, wenn die Freundesanfrage schon frühzeitig raus ist, warst du ja schon öfters dabei. So, das war das. Wenn du noch was machen willst, dann kannst du mich natürlich auch gerne mit meinem Creator-Code unterstützen, einfach yt-familyhack eintragen. Auch an die anderen, denkt dran, guckt immer nach, ob er noch drin ist, weil bei mir war er eben zum Beispiel auch wieder draußen. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein in die Runde. Wir machen das Ganze in Gruppenkeile, weil da macht man eigentlich am simpelsten das Ganze. Im Gruppenkeile haben wir halt zwei Möglichkeiten. Entweder fliegen wir direkt rüber zum Gegner oder wir warten aber, wo die Zone ist. Das Problem ist natürlich, wenn wir wissen, wo die Zone ist, kommen natürlich auch die Gegner, die tot sind. Das Ganze kann natürlich ein bisschen dauern, aber dürfte trotzdem easy machbar sein. Also wie gesagt, ich habe es eben noch nicht mal drauf angelegt und habe jetzt schon 200 von 250 Schaden. Also es dürfte eigentlich überhaupt kein Problem sein. Aber vielleicht kriegen wir es sogar hier hin. Wartet mal. Gerade mal gucken, ob wir hier, ob das schon nach von unten zählt. Sie zeigen keinen Schaden an. Weil manchmal kann man ja auch Aufgaben schon hier machen. Aber ich glaube, das zählt noch nicht, wenn wir nicht weit genug unten sind.
Weil manchmal zählen ja in der Lobby auch schon die Aufgaben, aber diesmal anscheinend nicht. So, wo fliegen wir hin? Holt euch auf jeden Fall genug Mets mit. Ich würde sagen, wir landen im Wald. Da können wir uns die Mets sammeln, um uns dann direkt rüber zu bauen für in die Zone. Und eventuell landet ja doch noch irgendeiner im Wald. Und wir können den dann schon von unten wegnehmen. Am einfachsten ist es natürlich am Ende, im Endgame, wenn die Leute oben auf den Rampen stehen. Ihr bleibt einfach weiter unten stehen und macht einfach so eure Kills. Also einfach mit auf die Rampe gehen, von unten den Schaden machen und schon habt ihr das Ganze. Ihr müsst ja noch nicht mal Kill machen. Nur 250 Schaden. Im Prinzip zwei Kills mit der Schrotflinte und ihr habt es eigentlich schon, wenn es ein Headshot ist, von nahem. So. Gucken wir erstmal, was unser Loot-Glück hier sagt. Keine Kiste hier im Dach. Oh, wundert mich aber. So, die Zone ist auch nicht weit weg. Schnell die Münze reinjagen. Wie gesagt, hier in dem Haus finden wir eigentlich immer genug Loot. Ja, außer man stürzt ab. Das war nämlich der berühmte Vorführeffekt. So, verwendet brauchen wir eigentlich nicht. Aber wir bräuchten vielleicht eine AR, weil mit der AR ist es natürlich am einfachsten. Ihr müsst ja nicht unbedingt die Schrotflinte nehmen. Ich werde es natürlich gleich mit der Schrotflinte probieren, weil wir halt wie gesagt noch E2 Kills machen müssen, damit ich die Aufgabe schon auch schon fertig habe und wir natürlich schon die nächsten Aufgaben bekommen. So, da haben wir die AR, genau die wollte ich nämlich, weil damit geht es natürlich am einfachsten. So, da haben wir hier noch eine MP. Zack, zack, zack. Und wie gesagt, es dauert natürlich, bis ihr im Endgame seid, aber dann ist das Ganze easy machbar. Also Gruppenkeile finde ich sowieso ist, was EP machen, das einfachste der Welt. Das Problem ist halt einfach nur, bei Level 100 bekommen wir nichts mehr danach. Das ist halt einfach echt. Also ich verstehe nicht, warum die Season so lange geht. So, dann gehen wir mal langsam in die Zone, weil die meisten versuchen eigentlich schon logischerweise schnell Kills zu machen. So. Aber ich hätte gerne noch eine taktische Pump. Weil, was spielt ihr? Aha, da. Was spielt ihr lieber, die taktische Pump oder die normale Pump? Ach, diese Tarnung. Oh, ich liebe sie. Eieiei. Verliebt in eine Tarnung. Ach so, dann habe ich gerade gesehen, wir haben die 2350 Abonnenten erreicht. Erstmal Gruß da an die ganzen Neuen. Wie gesagt, ich lade euch halt alle Aufgaben hoch. Wenn ihr irgendeine Aufgabe halt nicht braucht, ist auch kein Problem. Also es ist nie Pflicht, hier irgendwie alle Videos zu gucken oder so. Würde mich natürlich auch unterstützen, aber Aufgaben an sich sind halt für die Leute, die halt wirklich Hilfe dabei brauchen. Also wer hier nicht, ihr müsst wirklich nicht jedes Video gucken. Also manche, aber wir haben natürlich welche, die müssen unter jedes Video kommentieren. Aber das sehe ich natürlich auch gerne. So, gerade hier noch ein bisschen Moon sammeln. Dann hoffe ich einfach mal, dass wir jetzt die ersten Gegner mal sehen. Also zum Beispiel, wenn jetzt hier oben einer stehen würde, auf der Tomate. Von hier wäre das schon Schaden von unten. Ich habe sogar eben gemerkt, da habe ich einen Pumpgun-Kill gemacht. Da zählt das sogar, wenn der Gegner am Springen ist. Ja, ich brauche aber einer, der unter mir ist und nicht der über mir ist. Das ist halt jetzt auch das Problem. Wir brauchen halt wirklich Gegner, die über uns sind. Oh, toll. Aus dem Wasser hätte ich gern geschossen. Das wäre nämlich dann der Kill gewesen. Gucken, wo die alle rumgeiern. Aber hier ist eigentlich ein guter Spot. Weil hier werden vielleicht eh alle landen. Und da werden wir auch safe unsere zwei Kills noch machen mit der Schrotflinte. Und gleichzeitig noch den Schaden von unten. Weil wenn hier einer auf dem Dach steht, einfach von oben anschießen, fertig. So, holen wir uns hier auch noch ein bisschen Metz. Und das Geruckel ist so typisch für einen Donnerstag. Das ist echt seltsam. Immer Donnerstags Ruckler. So, hier ein Gegner oder ist einfach ein Mitspieler? Ja, ein Mitspieler hat wieder Langeweile. Man kennt es.
So, dann hoffe ich mal langsam, dass hier die ersten Gegner jetzt mal eintrudeln, weil 4 Kills haben wir schon gemacht. Ah, da kommen doch die ersten. So, dann pushen wir uns mal ganz langsam ran. Obwohl, warte mal, wenn wir den schon. Warte. Komm, hol du doch einfach deine Kiste und lass mich in Ruhe. Wo ist er? So müsste das eigentlich schon gezählt haben, weil er war über mir. Ja, wie ihr seht, ganz simpel. So, jetzt probieren wir noch schnell unsere zwei Pumpgun-Kills, wenn es nicht so lang würde. Mann, was leckt das denn so abartig? So, jetzt brauchen wir nämlich nur einen Kill. Dann haben wir die Aufgabe nämlich auch schon geschafft. Na, er ist da hinten. Nein! Nein! Hat's gezählt? War es mein Kill oder nicht? Auch der hier oben. Einfach so. Also wenn wir den geholt hätten, wäre es halt auch von unten gewesen. Aber wir versuchen jetzt einfach noch diesen einen Pumpgun-Kill zu machen. Einfach auf Ehre, weil wir es machen müssen. So, haben wir die Aufgabe nämlich auch direkt geschafft. Komm, zähl jetzt. Dankeschön. Dieser Ruckler. Habt ihr auch diese Ruckler? Aber komischerweise immer nur Donnerstags, oder? So, dann würde ich sagen, war es das auch mit der Aufgabe. Ich hoffe, ihr bekommt das Ganze auch so easy hin. Wie gesagt, es würde auch jetzt reichen, wenn er da oben stehen würde und ihr macht so Schaden, dann passt das Ganze. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und euch noch viel Spaß. Und wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, guckt gerne auf meinem Kanal vorbei. In dem Sinne, haut rein.